Wäscht deine Haare falsch. Ja, du hast richtig gehört, du wäschst deine Haare falsch. Woher ich das weiß? Naja gut, die Wahrscheinlichkeit ist A, ziemlich groß und B, bin ich selbst ein Mann, hatte auch mal kurze Haare und ich weiß, wovon ich spreche. Ja Leute, wir Männer wollen einfach, dass unsere Haarpflegeroutine so einfach und simpel wie nur eben möglich ist. Und was machen wir Männer? Wir laufen in den nächsten Drogeriemarkt, kaufen uns das beste 2-in-1 Produkt, wahrscheinlich auch noch das günstigste 2-in-1 Produkt für Haut und Haare, knallen das in unsere Haare rein, waschen uns es wieder aus und fertig ist unsere Haarpflegeroutine. Ich will nicht wissen, wie viele Männer sich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt angesprochen fühlen, inklusive mein früheres Ich vor 5 Jahren. Wenn du aber irgendwann auf die glorreiche Idee kommst und dir deine Haare lang wachsen lassen möchtest, dann überdenkst du das mit dem Haarewaschen definitiv nochmal. In dem heutigen Video erkläre ich dir, wie du dir bestenfalls deine Haare waschen solltest und schau dieses Video auch bis zum Ende an und schreib dann in die Kommentare rein, ob ich recht hatte mit der Behauptung, dass du vielleicht deine Haare nicht ganz so richtig wäschst. Starten wir mit der Frage, wie oft sollte ich denn eigentlich meine Haare waschen? Meine Empfehlung für eine Haarwäsche, und wenn ich über Haarwäsche spreche, meine ich Haare waschen mit Shampoo und Conditioner, liegt bei 2 bis 3 Mal die Woche. Wenn du zum Beispiel sehr trockene Haare hast, wie ich jetzt zum Beispiel, dann würde ich dir empfehlen, die Haare maximal 1 bis 2 Mal die Woche mit Shampoo und Conditioner zu waschen. Denn umso öfter du deine Haare wäschst, umso schneller ist es zum Beispiel bei mir so, trocknen meine Haare auch aus. Und weil ich halt sehr trockene Haare habe, möchte ich die natürlich nicht noch mehr beanspruchen, dass sie noch mehr austrocknen. Wenn du auch zu denjenigen gehörst, die sehr trockene Haare haben, dann empfehle ich dir definitiv auch ein Haaröl in deine Haarpflegeroutine zu integrieren und in deine Haarspitzen einzumassieren, damit deine Haare dementsprechend gut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgt werden und nicht so schnell austrocknen. Viele Leute, die eher fettige Haare haben, die machen es so, die waschen ihre Haare super, super oft und denken dann, okay, dann habe ich halt nicht mehr so fettige Haare. Ist aber nicht so, denn das Haarefetten kann auch von zu vielen Waschen kommen. Von daher wirklich maximal 2 bis 3 Mal die Woche die Haare waschen, meine Empfehlung. Und wenn du trockene Haare hast, das vielleicht ein bisschen anpassen. Wichtig bei der Haarwäsche sind aber natürlich auch die richtigen Produkte. Und da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Frage, und zwar, welche Produkte brauche ich eigentlich, um meine Haare richtig zu waschen? Viele Leute schreiben mir nämlich, hey Daniel, brauche ich wirklich ein Shampoo und Conditioner? Und wenn ja, welches Shampoo und welchen Conditioner brauche ich eigentlich? Beziehungsweise, welches Shampoo und welchen Conditioner kannst du eigentlich empfehlen? Und als erstes möchte ich mal die Frage beantworten, brauche ich wirklich beides, Shampoo und Conditioner? Ja, du brauchst beides. Punkt. Kommen wir jetzt zu der Frage, welches Shampoo bzw. welcher Conditioner ist denn eigentlich der richtige für mich bzw. für dich? Und da gibt es leider Gottes keine richtige Antwort. Wie doll fettet deine Kopfhaut? In welchem Zustand sind aktuell deine Haare? Was für eine Haarstruktur hast du eigentlich? Und was für einen Haartyp hast du eigentlich? Und alle diese Faktoren spielen natürlich eine Rolle bei der Auswahl des richtigen Shampoos und bei der Auswahl des richtigen Conditioners. Aber Leute, ich habe gute Nachrichten für diejenigen, die auf der Suche sind nach einem guten Shampoo und nach einem guten Conditioner. Mein Shampoo und mein Conditioner sind jetzt offiziell erhältlich. Wenn du zum Beispiel ähnliche Haare hast wie ich, sehr krauses oder gewelltes Haar, die dazu neigen auszutrocknen, dann sind die beiden Produkte wirklich perfekt für dich. Das Shampoo ist ein mildes Shampoo, was deine Haare super gut reinigt, und der Conditioner ist ein milder Conditioner, der deine Haare zum einen sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt und deine Haare wirklich richtig schön weich macht. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn du dir deine Haare mit den Produkten wäschst, danach fühlen sich deine Haare einfach nur göttlich geschmeidig an. Falls du dich für die Produkte interessierst, ich verlinke dir beide Produkte selbstverständlich hier unten in der Infobox, und wenn du die Produkte über Amazon bestellen solltest, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung. So, kommen wir jetzt zum Haare waschen. Bevor wir jetzt aber loslegen und Shampoo und Conditioner verwenden, waschen wir unsere Haare erstmal mit Wasser ab. Und da empfehle ich dir, die Dusche einfach auf lauwarm zu stellen, also kein heißes Wasser verwenden, kein kaltes Wasser verwenden, sondern einfach deine Haare erstmal mit lauwarmem Wasser durchwaschen. Und viele Leute fragen mich an dieser Stelle auch, Daniel, was ist denn besser? Soll ich lieber heißes Wasser verwenden, lauwarmes Wasser, kaltes Wasser? Meine Antwort, lauwarm. Wenn du nämlich deine Haare mit heißem Wasser wäschst, ja, dann besteht die Gefahr, dass deine Haare noch schneller austrocknen. Und das möchtest du natürlich nicht. Und kaltes Wasser schließe ich persönlich kategorisch für mich aus, weil es einfach zu kalt ist. Nein, Spaß beiseite, lauwarmes Wasser ist tatsächlich zum Haare waschen mit Wasser erstmal das Beste. Wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir loslegen und unsere Haare mit Shampoo waschen. Dazu nehme ich einfach so 2 bis 3 Pumpstöße vom Shampoo, das Shampoo natürlich erstmal in den Händen verteilen und dann das Shampoo
auf die Kopfhaut einmassieren. Und auch ganz wichtig, hier das Shampoo auf die Kopfhaut einmassieren und nicht in die Haare einmassieren, sondern oben auf die Kopfhaut schön einmassieren, dass erstmal der Dreck und die Öle von der Kopfhaut entfernt werden. Und ich empfehle dir, das auch genau so zu machen. Heißt, das Shampoo schön auf die Kopfhaut einmassieren von allen Seiten und nicht in die Haarspitzen einmassieren. Denn dann besteht wieder die Gefahr, dass deine Haare sehr schnell austrocknen. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hä? Ich will ja auch meine anderen Haare mit dem Shampoo reinigen. Ja, machst du auch. Wenn du nämlich genügend Shampoo auf deine Kopfhaut einmassiert hast, dann spülst du das Shampoo ja wieder aus. Und beim Ausspülen reinigst du dann den Rest deiner Haare. Sprich, wenn du das Shampoo ausspülst aus deinen Haaren heraus, beim Ausspülen entfernst du dann den Schmutz und den Dreck aus deinen Haaren. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere hier schon sagt, okay, hier kann ich schon mal was an meiner Haarpflegeroutine optimieren. Das Shampoo wird dann vollständig aus den Haaren ausgewaschen und wenn das Shampoo dann vollständig aus den Haaren ausgewaschen ist, dann kommen wir zum Conditioner. Den Conditioner, den arbeiten wir nicht wie das Shampoo auf die Kopfhaut ein, sondern den Conditioner arbeiten wir einfach in unsere Haare ein. Sprich, ab der Mitte unserer Haare ungefähr arbeiten wir den Conditioner ein und auch schön in die Spitzen arbeiten, denn wir wollen, dass der Conditioner unsere Haare ummantelt und unsere Haare schön schützt. Wenn du jetzt jemand bist, der megamäßig trockene Kopfhaut hat und vielleicht auch sogar schuppige Kopfhaut hat, dann kannst du den Conditioner natürlich auch in die Kopfhaut einmassieren, aber ansonsten meine Empfehlung ganz klar, den Conditioner ins mittlere Haar und in die Haarspitzen einarbeiten. Und kleiner Pro-Tipp am Rande noch, wenn du den Conditioner in die Haare einarbeitest und den Conditioner einfach ein paar Minuten länger in den Haaren einwirken lässt, dann fühlen deine Haare sich umso weicher und umso geschmeidiger an und dann wirkt der Conditioner fast schon wie eine Haarkur. So, und wenn du jetzt den Conditioner auswaschen willst, dann stellst du das Wasser auf kalt und wäsch den Conditioner mit kaltem Wasser raus. Und warum jetzt mit kaltem Wasser? Die Schuppenschicht deiner Haare war zu Anfang geöffnet, weil du deine Haare mit lauwarmem Wasser gewaschen hast. Und jetzt, nachdem du die Haare mit Conditioner bearbeitet hast, möchtest du, dass die Schuppenschicht deiner Haare sich wieder schließt und deshalb benutzt du an dieser Stelle kaltes Wasser. So, kommen wir zum letzten Punkt und zwar zum Haare trocknen. Das gehört natürlich auch noch mit zum Haarwäsche mit dazu. Wenn du persönlich glatte und gewellte Haare hast, dann empfehle ich dir einfach einen Föhn zu nehmen, den Föhn auf die mittlere oder die unterste Stufe zu stellen oder auch kalt zu föhnen und dann deine Haare dementsprechend mit dem Föhn ganz langsam trocken zu föhnen. Wenn du allerdings sehr krause Haare hast oder sehr lockige Haare hast und deine Haare dazu neigen auszutrocknen, wie bei mir zum Beispiel, dann empfehle ich dir, gar keinen Föhn zu nehmen. Und hier siehst du schon, die Empfehlungen unterscheiden sich hier natürlich auch wieder von der Haarstruktur und vom Haartypen. Aber bei mir funktioniert das besser bei meinen krausen, trockenen Haaren, wenn ich einfach meine Haare an der Luft trocknen lasse. Ich persönlich nehme dann einfach noch so 2-3 Tropfen Haaröl, massiere dann das Haaröl in meine Haarspitzen schön ein, damit meine Haare dementsprechend nochmal mehr mit Feuchtigkeit versorgt werden und meine Haare einfach nicht so schnell austrocknen. Es gibt zwar eine Studie, die besagt, dass es besser ist, seine Haare zum Beispiel auf der untersten Stufe trocken zu föhnen, weil die Haare dann nicht so lange trocken sind. Ich persönlich muss aber sagen, ich fahre besser, wenn ich meine Haare einfach an der Luft trocknen lasse und ein bisschen Haaröl reinmache, weil so kann ich halt sagen, für mich persönlich funktioniert das einfach besser. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder für sich selber so ein bisschen austüfteln, damit er das für sich persönlich und für seine Haare halt optimal hinbekommt. So Leute, und jetzt bin ich gespannt, ob ich mit meiner anfänglichen Behauptung richtig lag. Schreibt es in die Kommentare rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr in die Kommentare reinschreiben werdet. Und wenn du jetzt noch jemanden kennst, der sich vielleicht auch gerade aktuell seine Haare lang wachsen lässt, der vielleicht auf der Suche nach einem richtigen Shampoo ist oder der sich generell für das Thema interessiert, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr, sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.